Und ich lernte in der Uni haargenau das so zu schreiben, dass nur andere Studierte das begreifen. Das ist elitär, Abgrenzung zum Plebeer, denn der Habitus der Straße ist halt zweimal auf die Schnauze. Der Habitus der Reichen ist, man bleibt lieber zu Hause, verriegelt und vergittert, aus großer Angst zu zittern, vor Leuten, die nicht mal eine Gefahr für sie darstellen und sich trotzdem noch weit über sie zu stellen. Das ist unsere Gesellschaft. Die Welt gehört den Siegern, doch es gibt viel mehr Verlierer. Und deshalb ist es wichtig, dass sie sich als solche sehen, als Verlierer eines Wettkampfs, bei dem es nur um Leistung geht. Doch der Wettkampf war nie fair und auch nie gerecht, denn das wie erlaubtes Doping und den Namen noch die Beine brechen. Und dann noch so zu tun, als wären Minderheiten schuld. Es bleibt alles so, wie es ist, Wahlspruch dieser Parteien. Außer man macht's besser für die Reichen. FDP und CDU, Schmutz, der seinesgleichen sucht. Lindner und Merz als Vorbilder einer Generation, die Jura und BWL studiert, nicht weil sie es interessiert, sondern im Wissen, damit Geld zu machen. Alles Saffen einer stabilen Pyramide, die sich in die Länge zieht, dann stopft man die da oben nur mit den feinsten Sachen voll. Sind auch die Reste besser, die da unten dann kriegen. Also zumindest theoretisch, und dadurch wird das gerechtfertigt. Hochgradig erbärmlich, aber was soll man auch ändern? Kapitalismus zahlt seinen Kritikern Haufen an Schutzgeldern. Haufen an Schutzgeldern. Haufen an Schutzgeldern.